Hallöchen Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns an. Helge Marianne, Energiepreise zum Heulen. Ich heule auch so ein bisschen. Ich fahre nicht so oft Auto, nur zu meiner Freundin immer. Klar, wenn ich tanke, muss ich auch zahlen. Wenn ihr weitere Videos zu Talk haben wollt, lasst da einen Daumen hoch da, abonniert und let's go rein da. Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Bald fallen endlich alle Corona-Beschränkungen. Ich habe eins gelernt in über 2 Jahren Pandemie. Wie man bei WhatsApp die Smileys benutzt. Verlass dich niemals darauf, was die Politiker dir versprechen. Ja, vor allem sagen sie wieder, hey, im Sommer sind können wir die Lockerungen machen. Freedom Day, 20. März, richtig komplett bescheuert. Inzidenzen schießen in die Höhe. Wir hatten jetzt vor einer Woche oder so, Inzidenzen waren so hoch wie noch nie. Überhaupt eine Pandemie. Aber egal, wir können ja drauf F-Lauf gehen. Wir können ja wieder alles offen machen. Maskenpflicht brauchen wir nicht in den Schulen für die Kinder. Alles für die Katz brauchen wir nicht mehr. Komplett bescheuert. Dann kacken sie noch hier den Gesundheitsminister an, wenn er das weiterhin haben will. Also, versprochen war doch ein Freedom Day. Ja, Schnauze, Alter. Ursula, geh deine Kinder weiter füttern. Ey, warte, raste ich aus, sorry. Du musst doch bald mal schön ins Auto setzen und shoppen fahren. Du willst mit dem Auto fahren? Ja, schön nach Kiel bisschen shoppen. Hast du mal auf die Spritpreise geguckt? Ja. Ich habe keine Zeit, mir einen Kredit aufzunehmen, nur weil ich mal nach Kiel zum Shoppen will. Aber so teuer ist das ja nun auch. Ja, das Gute ist ja auch, teurer als 9,90 € kann es nicht werden, weil die meisten Tafelanzeigen von den Tankstellen, die gehen nicht mehr als 9,90 €, dann ist nur einstellig. Das heißt, das teurer kann es nicht mehr werden. Schon mal eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht ist, oder schlechte Nachricht ist, dass die Preise nicht steigen wegen der Krise, weil wir kriegen immer noch Öl aus Russland. Wir kaufen es immer noch, weil wir so ein bisschen abhängig davon sind. Nee, es liegt an den Spekulatoren, die Mineralölkonzerne, die dadurch ihr Geld verdienen, durch dieses ganze Skandalding. Und deswegen die Preise hochtreiben, mit dem Grund. In anderen Ländern drumherum ist scheinbar der Preis ganz normal. Also bei 1,30 € ungefähr. Also entweder senken die auch durch die Steuer irgendwie ein bisschen was oder die Leute da machen sich auch nicht die Taschen voll mit dem Grund. 2,30 Euro zahlst du für Super. Super? Hier, Super. Benzin, Diesel, E10 da. Das, was du da in das Loch vom Auto reinfüllst. Du meinst Benzin? Das, was immer so gut riecht. Wenn es so gut riecht, muss man da auch einen angemessenen Preis für zahlen. Ja! 2,30 Euro. Es riecht gar nicht gut, ey. Wirklich gar nicht. Es netzt dir alle Nasenhaare weg. Richtig bescheuert, ey. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, will ich nicht. Ja, kann ich nicht. Die Marianne. Sicht der Lieder. Das sind 6,80 Mark. Brudo. Ja. Da kommt ja noch das Netto von weg. Netto finde ich gut. Kaufe ich gern bei einem. Autofahren ist zum Luxus geworden. Dann musst du dir einen Nebenjob holen. Ich find's eh gut, wenn jetzt mal die Leute so richtig, mal hier ne, in die Pötten kommen, was Klima angeht, was Nachhaltigkeit angeht. Nicht nur den Vorteil, dass man natürlich nicht mehr auf nicht mehr das Klima verpestet, sondern man ist auch nicht mehr angewiesen auf diese anderen Länder, die das Öl einem fördern. Hier Russland, wo wir auch ganz viel Sprit ja auch Heizöl auch herkriegen. Wenn wir das alles umweltfreundlicher machen würden, alles, dann würden wir nicht mehr darauf angewiesen werden. Dann würden wir direkt hier Windanlagen aufbauen, hier Wasserförderanlagen, Wellentechnik auch gehört letztens mal mehr, auch so Wellendinger hinbauen kann, die dann darauf Ausstrom ziehen. Die Autobahn überdachen mit Solaranlagen, wenn da eh schon alles verbaut ist. Statt fette Solaranlagen, Photovoltaikanlagen auf Äckern zu machen, wo du richtig was anbauen kannst, wo das Natur sein könnte, einfach auf die Autobahn drauf machen. Wieso denn nicht? Da ist ja eh schon alles zugeteert und gepflastert. Dann macht doch da einfach drüber. Es sind so alles Punkte, die ich denke so, hey, wieso nicht? Wieso dann lieber weit aus Russland Öl reinpumpen? Obwohl du ein bisschen mal zahlen müsstest von Anfang erstmal als Investition. Aber auch Millionen hier für, keine Ahnung, das Loch fünfmal drüber teeren, wenn es kaputt ist in der Straße oder so. Keine Ahnung, weiß nicht, ich kann mich da aufregen. Sorry. Ich bin in Rente. Soll ich Zeitung austragen gehen oder was? Bist du wenigstens an der frischen Luft? Der Staat soll lieber mal die Mehrwertsteuer von 19 auf 7% senken beim Benzin. Und in welchem Bereich soll deinem Haushalt was gekürzt werden? Was? Ja, wo soll das Geld denn herkommen? Dann nimmst du ein bisschen was bei der Bildung weg. Was? Bisschen was, was? In Pflege. Also Klima auch noch ein bisschen was und fertig ist die Soße. Das ist nicht so einfach, Helga. Ich sehe jetzt aber auch nicht ein, weniger Auto zu fahren. Ja, was willst du denn? Ich will meinen alten Audi 50 noch mal an die Belastungsgrenze bringen. Das ist jetzt aber auch so wieder so typisch deutsch. Was?
Ja, so sagen, Klima retten, ja, das ist ganz wichtig. Und Putin ist auch doof. Wir müssen ja sanktionieren, was er macht. Aber dafür dann ein bisschen mehr zahlen? Nö. Ja, genau, ja. Das fühle ich auch so ein bisschen. Und es kam auch irgendwie raus, dass trotz dieser hohen Spritpreise die Deutschen trotzdem noch schneller fahren als vorher. Obwohl schneller fahren ja mehr Sprit verbraucht, nachgewiesenermaßen. Wenn du 90 fährst auf Autobahn, verbrauchst du 20% oder 25% weniger, als wenn du 110 km/h fährst. Also diese 20 km/h machen ordentlich viel aus schon. Fast ein Viertel vom Tank. Also fast ein Viertel vom Verbrauch. Also das ist schon... Warum rasen die dann mehr? Komplett bescheuert. Ich fahre sowieso immer langsam, also weil ich halt geizig bin. Und dann kommst du halt eine Minute später an oder sowas oder 10, keine Ahnung. Gibt auch nicht so viel weg. Wenn du jetzt 90 fährst, so 110, ist sowas von auf kurze Strecken zum Job oder sowas unaussagend. Es ist so bescheuert, ja. Also dann finden wir das doof. Jetzt greif mich mal nicht so an hier. Im Englischen gibt's dafür ein Sprichwort. You can't have a cake and eat it too. Wie, wat cake? Cake Winslet oder wat? Was willst du jetzt mit dem? Du weißt doch, was ich meine. Ich verstehe den Cake-Winslet-Spruch nicht. Was willst du? Wenn wir wirklich umsteigen wollen, auf grüne Energie und auch unabhängiger werden wollen, dann müssen wir einfach ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Nö, will ich nicht. Jeder muss sich in bestimmten Bereichen einfach ein bisschen zurücknehmen. Wenn ich mich zurücknehmen muss, dann können sich aber auch die Politiker mal ein bisschen zurücknehmen. Wie du argumentierst, kommen wir keinen Schritt weiter. Ja. Nennt sich im Englischen Whataboutism. Whataboutism, was redet man Deutsch? Nein, da hast du auf jeden Fall recht. Finde ich so argumentieren, mit anderen Sachen begründen, die damit gar nichts tun hat. Das ist dieses Whataboutism. Ja. So, hey, fahr nicht so viel Autos, Benzin verbraucht so viel. Und so, was ist denn mit meinem Nachbarn? Der fährt auch immer so viel. Nee, was ist mit meinem Nachbarn? Der isst auch nicht sein Essen auf und kann es nach Afrika schicken. So halt Argumentation, die nicht sich mit dem Thema an sich beschäftigen, sondern mit anderen Sachen. Ich wäre wieder, meine Kamera ist hier nicht ganz im Kasten drin. Das triggert mich gerade ein bisschen. Das müssen wir fixen. So, jetzt ist da nichts mehr mit Streifen. Na, gut. Weiter geht's. Wenn wir woanders ein bisschen sparen, kann man trotzdem auch nochmal mal Auto fahren. Gas, Heizöl, Strom. Das wird doch alles teurer. Man muss versuchen, das Ganze positiv zu sehen. Ja, dann erklär mir mal, was daran positiv sein soll, wenn deine Heizung nicht mehr geht. Dann musst du ein Rollenspiel spielen. Was? Middle Ages 22 heißt das Rollenspiel. Was ist hier mit deinem Englisch heute? Heißt du Lisa und bist nach deinem Abitur einen Monat in Australien gewesen, oder was? In dem Rollenspiel verzichtest du für ein paar Tage auf Gas, Wasser, Strom und du tust praktisch so, als würdest du im Mittelalter leben. Ja, gut, kann man Geld sparen. Ja. Ein Beispiel für Whataboutism. Wenn jemand sagt, ich wünsche allen in der Ukraine viel Glück und Kraft, dann Whataboutism, was ist mit den anderen Kriegen? Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, Judy, ja. Echt so, ja. So ablenken von dem eigentlichen Punkt, dass es geht, ja. Finde ich gut. Gutes Beispiel. Hast du das deinem Arzt mal erzählt? Ich weiß, das hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Morianne. Das ist krank. Glaub mir, das macht richtig Spaß. Und was machst du dann den ganzen Tag? Ich zum Beispiel auch das Rollenspiel armer Student. Ich heize nicht. Wenn mir kalt wird, ziehe ich Pullover an. Auch eh viel günstiger. Heizen kostet so viel Geld als immer. Oh, nee, lieber Heizung auslassen, Pullover anziehen, fertig. Statt dass man so eine Fullsmode entsteht, man so viel Unkosten an Strom hat. Oder Heizkosten, was anderes nur Heizkosten. Ich will gar nicht wissen, wie die Heizkosten sind. Ich heiße nicht, aber meine Mitbewohner weiß ich nicht, wie die heizen. Ich hoffe auch nicht. Also bei Jets auf jeden Fall immer arschkalt. Das heißt, die heizt auf jeden Fall schon mal nicht. Bei Sam weiß ich gar nicht, ob der heizt. Aber ich glaube, besser wäre es, wenn er nicht heizt. Auch gerade wegen Putin und so. Die Kosten eh nochmal steigen. Schwierig. Frieren? Ja, hört sich wirklich spaßig an, du. Du sparst ordentlich Geld und du besinnst dich auch mal wieder ein bisschen auf dich selber. Ja. Du willst also sagen, Leute, die sich die Energiepreise nicht mehr leisten können, sollen so ein Middle Ages 22. Genau, das sollen sie machen. Zumindest mal ausprobieren. Ja, du solltest echt in die Politik gehen, Morianne. Findest du? Ja, ja. Danke, Helga. Da ist dein bescheuerter Vorschlag nur einer unter vielen und fällt doch nicht so auf. Ja, Marianne für Politik. Let's go. Ich wähle die Marianne-Partei. Ja.
Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Schwarzbrot mit Wurst. Kann ich nicht. Oh. Wieso? Krieg Nagelpilz von. Ja, dann gute. Nagelpilz von Schwarzbrot mit Wurst. Das klingt aber auch gut. Ich hatte heute Hähnchen-Frikassee mit Vanillekuchen als Vorspeise. Ich bin erwachsen, ich kann essen, wie ich will. Eine Besserung. Dir auch. Muck dat. War ein geiles Video wieder. Verstehe ich auch alles. Und ich hoffe, dass sich alles ändert zum Guten. Aber Märchen gibt's halt leider nur. Nee, Happy Ends gibt leider nur ein Märchen. So rum. Ciao, lasst ein Abo da. Yo. Ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody. Und ich mach mal wieder Musik. Ist ja nicht so, als hätte ich's schon gemacht. Denn yo.